Willkommen zu Tag 2 hier aus dem Disneyland Paris im Februar 2022. Hallo meine Lieben und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Es ist Sonntag, da muss man ein bisschen leiser sein. Ja, ihr seht schon wieder, Daniel ist wieder am Start. Ja, hallo meine Lieben und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem weiteren Vlog hier aus dem Disneyland Paris. Tag 2. Die ganze Truppe ist wieder am Start. Und wir planen jetzt erstmal in die Walt Disney Studios zu gehen. Denn da soll es ein paar Valentine's Magic Shots geben. Morgen ist ja Valentinstag, wie ihr alle wisst. Also wenn das Video online geht, ist Valentinstag. Also alles Gute zum Valentinstag. Ansonsten gibt es später noch einen Valentine's Cake Pop. Und ansonsten haben wir nichts geplant. Ein paar Fotos machen. Wir haben ja heute alle den rosa Spirit Jersey an, außer Daniel und Sven. Ach, ich muss mal den Arm wechseln. Wird schwer. Ja. Also wir gehen jetzt erstmal in die Walt Disney Studios. Und vielleicht kommt ja auch noch das Phantom Manor House online, sage ich schon, raus. Mal gucken. Es gibt ja so ein paar Gerüchte, Spekulationen. Und dann geht der Run wieder los. Walt Disney Studios gibt es ein neues Buzz Lightyear Eis. Einfach Vanilleeis mit, was aussieht so ein bisschen wie Buzz Lightyear. Für 4 Euro. To our valued guests, for your safety once on board, please remain seated with your seatbelt fastened, keeping your hands, arms, feet and legs inside the elevator at all times. And do take special care to supervise your children. Thank you. Eine Runde Tower morgen, da ist man direkt wach. Also die Drops sind hier einfach so viel besser als in Orlando. Es macht einfach so viel Spaß, den hier zu fahren. Und es war auch sehr gruselig. Also das mit dem kleinen Mädchen ist schon sehr spooky. Und wir standen ja an, wir hatten ja den Fastpass von gestern, weil Brina sich ja an der City Hall beschwert hat, wegen, das habe ich euch gar nicht gestern erzählt in dem Vlog. Wir hatten ein paar Probleme beim Reinkommen in die Walt Disney Studios. Wir sind ja Hotelgäste, Disney-Hotelgäste und brauchen im Prinzip keine Reservierung für unsere Jahreskarten. Aber hier haben sie darauf bestanden, dass wir eine Reservierung brauchen. Kurze Version, wir kamen dann trotzdem rein, aber mit viel Diskussion. Und es steht ja auch offiziell auf der Internetseite, dass man keine Reservierung braucht, wenn man in einem Disney-Hotel übernachtet. Brina hat sich dann beschwert bei der City Hall. Wir haben dann einen Fastpass bekommen für den Tower. Und den haben wir jetzt genutzt. Und ja, war wirklich cool. Tower of Terror ist einfach echt eine richtig geile Attraktion. Ich liebe diese Drops. Und als wir da angestanden haben, kam so eine, weiß nicht, so unser Alter vielleicht, so ein Mädel raus, Tränen überströmt, total fertig mit der Welt. Ja, kann man schon verstehen, wenn man so vor sowas Angst hat, aber ich find's cool. Der 30. Geburtstag ist ja bereits, also heute in 3 Wochen, also sind wir natürlich auch wieder hier. Und was ich mich richtig freut, ist, dass diese Show hier im Animagic Theater wieder zurückkehrt. Mickey and the Magician. Also wer die Show noch nicht gesehen hat und ihr seid zum 30. Geburtstag wieder hier, ihr solltet euch unbedingt diese Show angucken. Die ist echt der Wahnsinn. Richtig, richtig schön. Wir gehen jetzt schon wieder raus aus den Walt Disney Studios, denn wir wollten ja eigentlich die Valentine's Magic Shots machen. Aber die Fotografen dachten sich noch, es ist zu kalt. Wir warten noch ein bisschen. Nee, keine Ahnung.
Es war auf jeden Fall der Schirmer aufgestellt, aber es war kein Fotograf da. Und wir warten jetzt nicht deswegen hier 1 bis 2 Stunden, weil sonst würden wir jetzt hier nichts mehr machen, außer die Magic Shots. Ja. Was denn? Wenn du aufhörst. Okay. Ja, deswegen gehen wir wieder rüber und schauen wir mal, was wir drüben noch machen. Ja, hier auch auf dem Town Square findet ihr die neue Bepflanzung für den 30. Geburtstag. Richtig schön farbenfroh. Und der wird ja auch noch bald umdekoriert. Und ich habe es euch ja gestern im Video versprochen, die Schaufenster, noch ist noch nicht so viel dekoriert, aber es wird auf jeden Fall noch. Hier ist zum Beispiel, wenn das Kind mir nicht vors Bild rennt, ja, hier ist ein Schaufenster mit dem 30er Jahre Loading Logo. Bei uns gibt es heute ein spätes Frühstück im Market House Deli. Es gibt Baguette, Crocs, einmal mit Schinken und einmal mit Turkey, also mit Truthahn. Da haben wir jetzt mal jeweils einen. Und ansonsten gibt es noch Baguettes, Milch, Apfelmus, Kaffee, Tee. Ja, Croque Monsieur kostet 8,50 Euro. Ist nicht günstig, aber ist tatsächlich größer als der aus den Studios zum Beispiel. Ich zeige es euch gleich. Ja, so sieht der Croque Monsieur hier beim Market House Deli. Ja, sehr groß vor allem. Mit Jahreskartenrabatt waren wir jetzt bei 7,20 Euro. Hier haben wir den ersten Valentinstags Magic Shot gefunden. Und zwar gibt es hier einen schönen Rahmen. Mit ein bisschen Schloss im Hintergrund. Smallwood wird ja immer noch renoviert und man weiß ja auch nicht, wann es wieder aufmacht. Aber dafür hat das Disneyland Paris hier schöne Baustellenwände hingestellt, vor denen man auch schöne Fotos machen kann. Da ist auch die Brina, die auch gerade vloggt für ihren YouTube-Kanal. Wenn ihr ihren YouTube-Kanal noch nicht kennt, Brina in the Wonderland, kann ich euch gerne unten einen Link in die Infobox packen. Ja, so sehen die Wände hier aus und dann machen wir jetzt Fotos vor. Hi Pluto, how are you today? All good? Did you had already breakfast? Breakfast? No? You're still hungry? Oh, I don't have bones with me. I'm so sorry. I'm so sorry. Later. I come back. Let's take some pictures. Ja? Yeah? Wir haben einen tollen Fotospot entdeckt. Ihr seht das in... Ja. Wir haben ihn auf Instagram gesehen und klauen ihn jetzt sozusagen. Hier ist das... Ja, du kannst hochgehen. Daniel ist festgesteckt. Ja. Da sieht man das Schloss durch das Loch. Und das ist direkt eigentlich neben der Kutsche. Und es hat eine Bank. Und es hat eine Bank. Perfekt. Beim Auberge de Cendrillon, das ist nämlich da. Ja, und da hinten seht ihr Aurora und Prinz Philipp auf der Aurora. Ja, sehr schöner Fotospot. Ja, heute der Vlog ist nicht so spektakulär, also es passiert heute nicht so viel. Wir schlendern jetzt hier durch die Gegend, gucken mal, wo wir was zu essen finden. Mittags und das Chance Café hat tatsächlich offen, aber da haben wir keinen Sonnenplatz gefunden. Wir würden halt gerne in der Sonne sitzen. Ansonsten gucken wir jetzt mal im Hakuna Matata. Weil eigentlich wollten wir Bella Notte, aber Daniel möchte nicht ins Bella Notte. Dann haben wir Freundin den Oro vorgeschlagen. Rina möchte aber keine Burritos. Und wir wollen uns halt nicht trennen. Deswegen gucken wir mal, ob wir auf einen Nenner heute noch beim Mittagessen kommen. Ich hatte ja eben schon Croque Monsieur, deswegen habe ich nicht so großen Hunger. Bei mir gibt es das Disney Check Menü, das ist im Prinzip das Kindermenü mit Chicken Nuggets, Gemüse, einem O-Saft und Apfelmus. Kostet 9 Euro und ja, gibt noch einen Jahreskartenrabatt. Deswegen, wer keinen großen Hunger hat, empfehle ich immer, das Kids Menü zu bestellen. Ist gar kein Problem. Ähnlich wie in Orlando kann man hier auch die Kids Menüs bestellen. Die ersten Kugeln oder die ersten Konstruktionen für den Garten of Wonder wurden schon oder sind schon aufgebaut worden. Hier seht ihr eine grüne Kugel. Da vorne sind noch 2 Kugeln. Kann man bestimmt schöne Fotos machen mit dem Schloss im Hintergrund. Ist das hier eine Mickey Shape?
Es könnte das. Es sieht sehr. Ja, nee, mit dem Schwung. So ein Schwung drin? Nee, aber man hätte auch eine Mickey Shape draus machen können. Naja, lassen wir uns überraschen in 3 Wochen, was hier dann für Figuren stehen werden. Auf der anderen Seite stehen noch mehr Kugeln. Und hier auf der anderen Seite, in der Nähe vom Plaza Garten, seht ihr weitere Konstruktionen. Die sehen ja ähnlich aus. Und die weiter hinten hat so einen Wassertouch. Könnte aber auch die Szene von Cinderella sein, ich weiß es nicht. Alles Mutmaßungen. In 3 Wochen wissen wir mehr. Aber ich vermute, die Prinzessinnen werden in der Nähe vom Schloss stehen und die anderen noch verteilt. Auf der anderen Seite sind auch noch welche. Also die findet ihr dann überall hier. Und ich glaube, jetzt kommt eine Parade. Ja. Wenn die Musik wechselt, weiß man immer, dass eine Parade kommt. Und hier sind weitere Kugeln. Es sollen insgesamt 30 Stück werden, ne? Aber da sind doch schon mehr Pflanzen dazugekommen, oder? Weiß ich nicht, aber es sollen 30 Stück werden, oder? 30 Stück. Also 30 Kugeln haben wir auf jeden Fall noch nicht gefunden. Aber hier sind noch ein paar und ich denke, hier könnte Dumbo tatsächlich stehen, weil es sieht aus wie so eine Zirkuskugel. Timothy ist ja auch dabei. Timothy. Der aussieht wie ein bisschen wie Euromaus, die Ed Euromaus aus dem Europapark. Wir verlassen jetzt langsam den Disney Park. War heute ein bisschen unspektakulär, würde ich mal jetzt behaupten. Ist nicht so viel passiert. Wir sind hier und da lang geschlendert, haben ein paar Fotos gemacht und einfach die Zeit zusammen genossen. Das Essen im Hakuna Matata war okay, hat mich jetzt auch nicht umgehauen. Ansonsten sind wir ja in 3 Wochen, weniger als 3 Wochen wieder hier, zum 30. Geburtstag, zum Start des 30. Geburtstags. Es ist, das hat mich Prina irritiert, also wir sind in weniger als 3 Wochen wieder hier, zum Start des 30. Geburtstags. Es ist sehr, sehr aufregend und ich hoffe, ihr schaltet dann auf jeden Fall wieder ein. Ja, nochmal kurz, was in 3 Wochen so passieren wird. Der Start des 30. Geburtstags, ich habe es ja schon erwähnt. Neue Show, Drohnenshow, neue Kostüme, neues Merchandise, neue Snacks. Also eigentlich könnten wir theoretisch eine Woche hier verbringen. Dennoch sind wir nur 2 Tage hier. Ich hoffe, dass wir alles einigermaßen in den 2 Tagen einfangen können. Ich glaube, alle Snacks wird auch unmöglich sein, alle durchzuprobieren. Dennoch freuen wir uns sehr. Wir sind alle wieder am Start. Vivi, Kevin kommen auch. Daniel, Brina, Sven. Alle sind so dabei in 3 Wochen. Und es wird sehr aufregend auf jeden Fall. Kevin, freust du dich? Ich freue mich total auf die Drohnenshow. Ich bin total gespannt, was uns da erwarten wird. Weil das, also ich bin da so ein bisschen Technik auch. Und das ist halt schon echt cool. Ja, der erste Disney-Park, der eine Drohnenshow auf die Beine stellt sozusagen. Ja, und ich glaube, das ist auch eine Zukunftssache für andere Parks eventuell, wenn gerade mal dieses ganze Klima und das ganze Feuerwerk abgeschafft wird, kann man halt mit Drohnen einiges machen. Ja, ich bin sehr gespannt. Und all das seht ihr dann in 3 Wochen. Damit verabschiede ich mich heute bei euch. Ich hoffe, der unspektakuläre Vlog hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen wird, lasst einen Daumen nach oben da. Abonniert den Kanal, drückt auf die Glocke und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss!